Deutscher? Ja. Spielt er aktuell in der Nationalmannschaft? Ja. Oh! Hat er gegen Frankreich von Anfang an gespielt? Nein. Ist er reingekommen? Ja. Ja! Sauerkraut und Toastbrot und Pfandflaschen. Was ein geiler Typ. Diago 90 Storytime. Pipo hat eine Geschichte vorbereitet. Ich habe keine Ahnung, worum es geht, außer dass wir im internationalen Fußball sind. Aber alles andere, ob Verein, ob ein Spieler, bin richtig gespannt, Pipo. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo die Reise heute hingeht. Ich sag's dir, diese Story, die bringt alles mit von Toastbrot und Pfandflaschen bis ins Premium-Regal. Weiß nicht, ob da jetzt schon was bei dir klingelt. Eine Karriere wie eine Rap-Punchline. Das ist die Diago 90 Story. Jetzt hast du Toastbrot gesagt, Pfandflaschen? Toastbrot mit Nutella oder einfach nur Toastbrot? Toastbrot mit Krautsalat. Toastbrot mit Krautsalat? Markus Rühl oder was? Ich sag es dir. So in die Richtung geht's. Es ist alles drin, damit du auf den Protagonisten kommst. Es ist ein Protagonist. Kriegst du jetzt 60 Sekunden Zeit, um ihn zu erraten. Warte, ich stelle jetzt die Zeit. Boah. Der Timer hier dabei. Junge, ich bin immer nervös bei so einem Quiz. Ich weiß nicht, wieso. Du darfst Start drücken. Ich habe jetzt 60 Sekunden. Und 60 ich darf alles Sekunden. Fragen, außer... Alles. Ja, dann auf den Plätze. Fertig und Lego. Okay, in welcher der Top 5 Ligen bewegen wir uns? Nur Ja oder Nein Fragen. Ah, natürlich. Ja, ja oder Nein Fragen. Okay, ist es ein... welche... Achso, fuck. Angreifer? Ja. Südamerikaner? Nein. Europäer? Ja. Deutscher? Ja. Ja! Spielt er aktuell in der Nationalmannschaft? Ja. Oh, das geht ja schnell. Jamal Musiala? Nein. Flo Wirtz? Nein. Hat er gegen Frankreich von Anfang an gespielt? Nein. Ist er reingekommen? Ja. Undav? Ja! Oh! Oh, Junge! Oh, strong! Wie schnell? 40 Sekunden. Wow, keine Wunder. 40 Sekunden. Ich glaube, wir waren bei 37. Sauerkraut und Toastbrot und Pfandflaschen. Was ein geiler Typ. Ey, ich sag es dir. Okay, aber ich bin jetzt schon richtig hyped. Also, und da warst du vorbereitet. Das Einzige, was man natürlich weiß, der ist so irgendwie auch von den Amateuren irgendwie hochgekommen, irgendwie Mappen oder so, für Mappen noch ja, gespielt. Stark. So ein bisschen von seinen Interviews gibt ihm immer so ein bisschen Poldi-Vibe. Ich habe das Gefühl, wir haben einen Poldi da. Komplett. Aber viel mehr weiß ich auch wirklich nicht. Undav, das wissen vielleicht viele gar nicht, hat tatsächlich kurdische Wurzeln. Seine Familie stammt aus dem Südosten der Türkei, ist aber geboren im Norden von Deutschland, in Friesland, da so ein bisschen aufgewachsen. Er hat das Fußballspielen gelernt, 2002, 96 ist er geboren. Das heißt, im Alter von 6 Jahren das erste Mal im Fußballverein gespielt. Das ist für viele schon spät. Beim TSV Achim. Achim. Und ist dann relativ schnell von Werder Bremen entdeckt worden. Das war mit 10 Jahren. Ist er dann zu Werder Bremen, ist da der große Verein um die Ecke. Dann aber auch wieder aussortiert worden, so im Alter von 15, 16. Und das war für ihn so der erste richtig große Rückschlag, von denen gab es einige. Er ist mit 15 auch erst dahin gewechselt, oder wann? Mit 10 ist er dahin gewechselt, oh, okay. Hat dann da 5 Jahre gespielt, 5,5 Jahre, und wurde dann mit der Begründung quasi aussortiert, zu klein und zu dick. Zu klein und zu dick. Okay, hat er damals wirklich, also ist das wirklich so? Gibt es Fotos, die du gesehen hast, dass er damals wirklich wie viel Pfund zu viel hatte, wie viel Kilo? Keine Fotos gesehen, gibt relativ wenig so von ihm auch damals. Er ist auch, man merkt das so richtig, er ist so ein Familienmensch, er gibt jetzt nicht so viel Preis so von Interna. Man hört immer wieder, dass er ein sehr enges Verhältnis zu seinem Vater und zu seinem Onkel hat. Die hat er auch immer wieder um Rat gefragt. Und er ist dann so zu dem Zeitpunkt wieder zu unteren Vereinen gegangen, hat dann in der A-Jugend richtig performt, hat da 30 Tore geschossen, aber dann wieder kein Angebot von einem größeren Verein bekommen. Und dann ist er wieder zu seinem Onkel, zu seinem Vater gegangen, meinte so, ey, Leute, was soll ich hier jetzt noch machen? Ich glaube, ich hänge die Fußballschule an den Nagel. Ach Quatsch, in der A-Jugend. TSV Havelse in der A-Jugend. Ah, Havelse kennt man. Dann wurde er, und das hat er so gesagt, von beiden so angeguckt, also von Vater und Onkel. Und er wusste, okay, ich muss jetzt weitermachen und ich gebe jetzt richtig Gas. Weil die Vater und Onkel meinten, du kannst jetzt nicht aufhören, oder genau was? Das. Weil die noch an ihn geglaubt haben, genau, oder was haben die für ihn gehofft? Also ist ja schon erstmal ein herber Rückschlag. Also wenn wir noch mal ganz kurz so ein bisschen zurückrudern wollen, um das zu verstehen. Also erstmal TSV Achim, in meinem Kopf war so, sorry, aber Achim, gibt es auch TSV Jochen oder was? Also ja. Achim habe ich noch nie gehört. Also, Jochen heißt mein Vater, Achim, Grüße. Aber, ey, Achim, mega, der Vater von einem früheren Fußballkollegen hieß Achim so. Ich kenne auch sonst keinen Achim, aber ist ja ganz yeah, klar. Ja, überragend. TSV, ne? Achim, überragend, das ist irgendwie chillig. Da war ich schon kurz raus. Er ist dann zu einem anderen kleinen Verein von Werder Bremen und dann von diesem Verein wieder zum TSV Havelse. Und beim TSV Havelse
dann auch geblieben. Das heißt, er ist dann von der A-Jugend da in die Regionalligamannschaft zu der Zeit. Und in der Regionalligamannschaft hat er so die erste Saison, hat er noch so ein paar Anpassungsspiele gebraucht. 2016, 2017 richtig gescored. 20 Tore geschossen. Das Krasse ist, dass er halt von der Jugend direkt in die Regionalliga so, das muss er auch erstmal hinbekommen. Da hat er in der ersten Saison 6 Tore gemacht. Aber das Krasse ist auch so, mit welchen Bedingungen er da konfrontiert war, mit welchen Umständen. Er hatte einfach im Monat ein Budget von 120 Euro. Seine Eltern haben für ihn die Miete gezahlt. Heißt, er hat dann da in Havelse... Vollzeit Havelse erste Mannschaft gespielt. Genau. Und hat da, aber kriegt man noch für ein bisschen 100, mehr, oder? In der Regionalliga 2016, 17? Normalerweise ja. Kein Taui bekommen? Aber vielleicht, weil er direkt von der A-Jugend hoch ist. Er hat gesagt, boah, am Anfang hat er mit 120 Euro gelebt und er musste davon seine Bahncard bezahlen. Nee. Und dann hat er gesagt, ey, ich hatte ein schlechtes Gewissen. Wenn meine Jungs mich gefragt haben, meine Teamkollegen, so, die wollen essen gehen, dann wollte ich auch mitgehen. Aber das hat dann dazu geführt, dass er einfach nach der Hälfte des Monats nur noch Geld hatte, um sich Toastbrot und Sauerkraut zu holen. Junge! Ich finde ihn schon ultra sympathisch, aber jetzt, Wahnsinn, wie geil ist oder? Das, dass der, ich habe Gänsehaut, dass der einfach gestern in Frankreich das erste Mal für genau die deutsche Nationalmannschaft das. Aufgelaufen ist. Es ist einfach wirklich diese riesen steile Karriere. Ein das ist das Underdog-Märchen schlechthin. Das ist die Erfüllung eines Lebenstraums. Und das sagt er ja auch gerade in allen Interviews. Er sagt auch, wow. Er hat auch so Sachen gesagt, damals, als er da in der Wohnung gelebt hat, er hat sich zu Monatsbeginn hat er sich immer 3-4 Kisten Wasser geholt. Und er musste die auf jeden Fall am Ende des Monats zurückgeben. Einfach, weil er von dem Pfand abhängig war. Boah, da kriege ich erst den Mr. Vibes. Immer die, die Plastikflasche im Hit abgeben, da kannst du alle auf einmal abgeben und dann geht abends wieder. Ganz wieder genau. Flamingo. Dann kannst du immer wieder Flamingo-Bier trinken. Wir waren jetzt erst vorhin noch bei dem Rückschlag mit 15, 16 Jahren. Genau. Da gesagt zu bekommen, ey, du bist zu klein und zu dick. Manch einer, der will einfach von dem Sport irgendwie von allen nichts mehr zu tun haben, der zieht sich zurück, keine Ahnung, zockt nur noch Playstation oder will was ganz anderes machen. Genau das. Wie ist der damit umgegangen, mit 15, 16 sowas zu hören? Das ist schon, kann ja auch zerstören. Ja, genau. Und ich glaube, dass ihn das auch richtig geshaped hat, also dass ihn das richtig geprägt hat. Und der ist auch jemand, der da sehr widerstandsfähig geworden ist. Er gibt jetzt nicht genau Auskunft, was das mit ihm gemacht hat, aber er hatte da diesen guten Familien-Background. Er konnte sich da immer auf seinen Onkel, auf seinen Vater verlassen. Und er hat dadurch auch gelernt, so die ersten Rückschläge einfach richtig gut zu verkraften. Also man kann dann auch weitergehen. So, es kommt ja der nächste Rückschlag. Irgendwann ist er dann nach der guten Regionalliga-Saison, 26 Scorer, die er da geliefert hat, ist er zu Eintracht Braunschweig, damals Zweitligist. Hat aber kein Spiel für die erste gemacht, nur für die zweite gespielt in der Regionalliga. Da dann ein paar Einsätze gehabt, aber da war er dann eben auch schon 22 Jahre alt. In Braunschweig war er auch nur eine Saison. Okay. Und dann ist eben dieser Wechsel zum SV Meppen passiert. Dritte Liga, oder? Meppen ist, aus der genau, Meppen dann in die dritte Liga. Er hat in der ersten Saison für den SV Meppen 6 Saisontore hat er da erzielt. Hat aber auch schon genügend Spielzeit da gesammelt, weil er eben auch als Stürmertyp dann gereift ist. Er war ja schon 22, 23 und er hat sich einfach unfassbar viele Facetten angeeignet. Er war nie der Schnellste, er war nie der Größte. Er hatte nie so diese absolut brutale Technik, mit denen er dann 4 Gegenspieler auf einmal zersägt hat. Aber genau das hat ihm auch zu den vielseitigen Stürmer gemacht, den er heute ist. Und dann beim SV Meppen diese zweite Saison, wo er dann in seinen 35, 36 Einsätzen dann 17 Tore macht, 13 Vorlagen gibt. Das Boah. Heißt, er hat immer dieses 30 Verein. Scorerpunkte 30 in 34 Scorer. Spielen oder was? 35, 36 Also eigentlich Spielen. Wusstest du, ich stelle den Undaf auf und ich bekomme jedes Spiel entweder genau ein Assist das. Oder ein Tor von ihm. Und das absolute Highlight war gegen die Spielvereinigung Unterhaching von der Mittellinie den Treffer. Drauf. Wirklich auch mit Gegnerdruck, einfach abgezogen drin. Wahnsinn. Ey, der Junge gibt mir so Hardpoly-Vibes, ne? Also mega geil. Es ist wirklich ein Traum. Einfach so unbeschwert aufzocken. Nagelsmann hätte ja auch in der PK gesagt, Undaf ist für mich eher ein Zehner als eigentlich so die klassische Neun. Genau das. Weil er, wie du jetzt auch gesagt hast, dann früh irgendwie auf Situationen ausweichen musste, weil er nicht so der klassische Stereotyp für eine Position war? Oder wie war es genau? Genau das. Das ist sein Spielerprofil. Er kann mit dem Rücken zum Tor agieren. Er kann aber auch diesen Spielmacher geben. Er kann auch mal auf den Flügel ausweichen. Er erkennt Räume für den Mitspieler, aber auch ohne Ball, wo er sich positionieren muss. Das sind alles Stärken, die aus dieser Zeit kommen. Und er hat dann nach dieser fantastischen Drittligasaison mit den 30 Scorern, hat er dann auch Angebote bekommen aus der zweiten Liga in Deutschland. Ja, gut. Die hatten dann Interesse natürlich. Und er ist dann nochmal diesen mutigen Schritt gegangen, anstatt
von so einem deutschen Profiklub sich unter Vertrag nehmen zu lassen. Und dann eben auch dieser nächste mutige Schritt, Saint-Gilloise zu machen, zweite belgische Liga und dann wieder in einem komplett neuen Umfeld zu sein. Und diese erste Saison bei Saint-Gilloise, die ist schon relativ gut gelaufen, 17 Tore erzielt und den Aufstieg gepackt. Aber was er dann erzählt im Nachhinein, das ist eigentlich das Krasse. Er wusste mit diesem Aufstieg, das ist jetzt meine große Chance. Jetzt muss ich all in gehen, jetzt muss ich richtig professionell werden. Er hat dann nochmal die Ernährung umgestellt. Sauerkraut und Toastbrot gab es nicht mehr jetzt, genau. Oder was? Ich glaube wirklich so wie Shindy, so in seiner Punchline von Evian zu Dom Perignon, von Carazza aus der Tanke zu Filet Mignon, hat er sich so gedacht, komm, jetzt nur noch das fettarme Filet Mignon oder das fettarme Fleisch, bisschen Salt-Pepper, kurz vorbei. Wir sind ins Gold abschmirgeln und dann weiter geht's. Oder genau. Was? Ab da wurde er richtig professionell und diese zweite Saison bei Saint-Gilloise hat er die Rampe komplett genommen. Eine Liga höher und er erzielt plötzlich 35 Scorer, liefert er. Das heißt, er wird belgischer Torschützenkönig. Ach krass. Und mit dem Aufsteiger Saint-Gilloise schrammen sie nur knapp an der Meisterschaft vorbei. Aber krass, die sind in der Aufstiegssaison. Genau. Als Erster in dieser regulären Saison dann in die Playoffs oder was gegangen und sind da dann halt trotzdem Zweiter geworden. Gegen, wen haben wir, Brügge, Anderlecht? Irgendwie so Standard Lüttich. Mit wem hat er damals denn gespielt? Das ist wirklich Wahnsinn. Vor allen Dingen, weil er eben meinte, diese Saison, die wird so entscheidend für mich. Weil wenn ich hier nicht liefer, dann könnte es sein, dass ich in den unterklassigen Ligen stecken bleibe. Krass, also 17 Treffer in der ersten Saison. Und das war die zweite Saison, wo er 35 Scorer macht. Genau. Dann in er wird Torschützenkönig. Liga. Er wird Torschützenkönig. Ja. Ey, das ist ja, also die Geschichte klingt wie ausgedacht eigentlich. Ja. Die ist ja wirklich geisteskrank. Ja. Das wusste ich einfach alles. Ich weiß nicht, wusstet ihr das? Schreibt mal auf jeden Fall jetzt schon in die Kommentare, Podcast, Shownotes, E-Mail, mir völlig bums. Okay, erste Saison, Saint-Gilloise macht 17 Treffer, die steigen auf. Zweite Saison, er macht 35 Scorerpunkte, die werden Zweiter in der finalen Runde in der belgischen ersten Liga, also hinter Anderlecht oder schieß mich tot. Der Junge, der eigentlich gestern noch die Schuhe in den Nagel hängen wollte, vielleicht 3-4 Jahre Spielzeiten vorher, der ist jetzt einfach im belgischen Oberhaus, ist der Torschützenkönig. Das ist eine Märchenstory. Das ist wirklich so eines dieser Märchen, die du eigentlich im Profifußball gar nicht mehr hast. Das Interessante an Saint-Gilloise ist, das ist ein belgischer Traditionsverein, wo UNDAF da mitgeholfen hat, den wieder in die erste Liga zu bringen, da so ins oberste Regal mit Boniface und so, kennst du jetzt. Die haben denselben Investor wie Brighton & Hove Albion. In der Premier League. Der Besitzer von Saint-Gilloise und von Brighton & Hove Albion heißt Tony Bloom, ehemaliger Pokerspieler, super erfolgreich, sehr, sehr analytisch denkend. Oder von Orlando Bloom. Aber der hat halt schon dieses analytische Mindset und der trägt das in die Vereine. Das heißt, wir machen viel so nach neuen Analytics, nach neuen Statistiken und wir graben die Spieler aus, die eigentlich überperformen, aber vielleicht nicht so bekannt sind. Also aus irgendeinem Grund. Und UNDAF war ja der dann scheinbar krass überperformt ganz hat, oder? Genau. Und dann ist UNDAF eben plötzlich von einem Premier League-Verein angeschrieben worden, so hat er es erzählt, sein Berater. Und der Berater, oder sein Berater wurde halt angetextet, angehauen. Und UNDAF bekommt das erzählt von seinem Berater. Und UNDAF reagiert dann nur so, ja, scheißegal, welcher Verein. In Premier League überragend, bring mich dahin. Also sag sofort ja. Genau, er sagt sofort ja, ohne es überhaupt zu wissen. Und dann ist es eben Brighton & Hove Albion, so ein aufstrebender Verein, damals mit Graham Potter an der Seitenlinie, der dann der Nachfolger von Tuchel beim FC Chelsea war. Und plötzlich spielt Dennis Undaf eben bei Brighton. Bei Harry Potter einfach in der Premier League, Junge, was ist da los? Das ist ja geistes, was ist für eine Geschichte, ey. Das mega, ist, oder? Ey, wenn es die nicht gäbe, müsste man sie erfinden. Vor allem mit diesen Dellen. Erst dann wirst du abgelehnt, Werder Bremen. Genau. Ey, du bist zu fett und zu klein, sorry, aber wer ist Werder Bremen? Gut, damals war es ja vielleicht dann auch zu Recht, wir wissen ja nicht, wie er war, aber er macht weiter, wollte Schuhe an den Nagel hängen, Regionalliga, 120 Euro, weißt du nicht, kannst du mit Essen gehen, Wasserkästen und dann irgendwie schießt du dich hoch, Meppen, Alter. Und das ist eben genauso das, so die K1 sagt dann hier, was Frau Meier, warte ab hier, was mit mir passiert, ich hol dich mit dem Lambo bald ab. Warum läuft es denn immer? Ich meine, lange war er bei diesen Stationen, die du gesagt hast, nie, ne? War genau. Es war immer eine Saison Anpassung und die zweite Saison ist er dann komplett explodiert. Krass. Und dann war es eben wieder jetzt Brighton & Hove Albion, heißt wieder Anpassung. Unter Graham Potter von Anfang an nicht wirklich gesetzt, nicht berücksichtigt. Graham Potter dann eben zum FC Chelsea gewechselt und Roberto De Zerbi übernimmt, gut für UNDAF, hat mehr Einsätze bekommen, so ein bisschen mehr als Joker da agiert und UNDAF hat darüber im Nachhinein gesagt zu dieser Zeit, da hat er so richtig gelernt, was es heißt, als Stürmer wirklich zu arbeiten im modernen Fußball, gegen den Ball mehr zu machen, sich für sein Team aufzunehmen.
aufzureiben. Denn was Undav immer konnte, war mit dem Ball viel initiieren, auch für seine Mitspieler. Super, super Spieler, auch so zu seinen Mitspielern. Der hat wirklich Bock, alle einzubinden. Aber natürlich auch ab und zu mal ein bisschen bequem so. Ne? Er wusste beim SV Meppen, wenn ich da meine 30 Teile beisteuere, dann muss ich jetzt gegen den Ball nicht so viel machen. Das hat er in der Saison krass gelernt. Das hat er von der Serbi gelernt. Genau. Ist ganz spannend, was du gerade sagst mit dem Tore auflegen oder Tore selber machen. Er macht ja schon einige, aber er hat jetzt auch gerade im neuen Fragenhagel beim DFB gesagt, Tore auflegen oder Tore machen, wirklich lieber auflegen. Und das klingt nicht nur sympathisch, sondern er sagt es auch selber, ey, mir macht es voll Freude, dem anderen eine Freude machen zu können, weil es sind ja dann zwei Leute, die sich freuen. Also, genau, ne, also so wie er das sagt, und ich nehme ihm das auch voll ab. Natürlich machen Tore schießen Bock, aber du hast ihm richtig so angesehen, was das für ein... An der Antwort war ich so, Junge, mit dir würde ich sau gerne in der Mannschaft spielen. Fand ich auch. Richtig, richtig cooler Typ. Und wie lange dann unter De Serbi? Unter De Serbi war dann tatsächlich nur noch eine halbe Saison. Er hat in 22 Spielen 5 Tore erzielt. Klingt erstmal nicht so gut, aber wenn man dann guckt, er hat diese 5 Tore in nur knapp über 600 Minuten geschossen, okay, ist das wieder eine gute Statistik. Er ist halt eben meistens nur als Joker gekommen und hat dann eben am Ende der Saison deshalb auch gute Angebote aus dem Ausland bekommen. Und das ist jetzt eben der vergangene Sommer, wo wir sind. Da hat Werder Bremen nochmal angeklopft. Ach, Quatsch. Werder Bremen, sein Ex-Verein, hat sich um ihn bemüht. Toastbrot-Abo, hier, kommst du hier zurück, Jung, kannst du so viel essen, wie du willst. Genau, sogar Heringssalat. Heringssalat gibt es sogar hier an der Weser, machst du bequem, sorry für den Fehler. Wollten sie wieder gut machen? Da hat er dann gesagt, nee, jetzt auf gar keinen Fall, oder war einfach das Angebot nicht so gut? Und genau, er hat sich auch drüber gefreut, hat er im Nachhinein auch gesagt. VfB Stuttgart hat ihm da, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr aufgezeigt. Mhm. Er hat sich ja auch nur ausleihen lassen. Das heißt, der VfB Stuttgart hat jetzt Dennis Undav mit Kaufoption auch. Man weiß nicht genau, wie hoch diese Kaufoption ist. Das heißt, er ist aktuell, gehört er eigentlich auch noch... Brighton & Hove. Brighton, okay. Also er hat auch immer wieder irgendwie die richtige Abzweigung genommen, oder? Genau. Da kannst du ja, wie häufig, es geht ja schon bei Meppen los, wenn du zu einem anderen Regional- oder Drittligist gehst, wo es vielleicht nicht so läuft, spielst du dich nicht irgendwie oben ins Schaufenster. Dann natürlich 2 Granatensaison-Spielzeiten gehabt in Belgien. Steigst da auf, spielst dich dann direkt auch ins Schaufenster, da auch wieder so. Dann gehst du quasi in die Premier League und dann ja auch wieder so, ja, wenn du Pech hast, landest du vielleicht auch in der Versenkung so, ne? Genau das. Wenn du Pech hast, landest du in der Versenkung. Aber ich habe das Gefühl, es wird einem Dennis Undav nicht mehr passieren, weil er eben gereift ist, weil er dieses Mindset hat, weil er ja auch mit 22 Jahren war noch in der Regionalliga bei Braunschweig 2. So viele Rückschläge, so resilient auch wieder zurückkommt. Genau. Und ich finde es ja mega nice, mega geil, weil ich jetzt zum ersten Mal diese komplette Geschichte höre. Und ich höre sonst nur einen Menschen, den sehe ich da, der verbreitet einfach eine Unbeschwertheit, einfach so, weil wieder so ein Bock auf eine Nationalmannschaft. Du weißt, natürlich verdient er auch Millionen, aber es wirkt nicht so. Es wirkt wie einer, den ich gestern beim Bolzen getroffen habe. Und das ist doch das, was wir alle wieder wollen. Genau. Du kannst dich sofort mit denen identifizieren, auch wenn ich nie Sauerkraut mit Toastbrot gegessen habe oder jemals essen würde. Aber ich finde den sofort, ich würde den in den Arm nehmen. Ich sage, Junge, du bist geil, für dich gehe ich ins Stadion und so. Genau. Und das hat uns so gefehlt, der Weg so der rounded. Ist ein Baller, der ist ein Straßenfußballer. Und er hat sein Spiel, weil er eben so viele Rückschläge erlitten hat, hat er das so breit aufgestellt. Und lass uns jetzt mal über diesen Spielertypen sprechen. Ich habe hier mal ein paar Sachen rausgesucht. Der ist halt einfach nach der Schule, das hat er selbst erzählt, hat er sich immer einen Tetrapack Eistee genommen. Er hat erst 40 gesagt, oder was? 40 oder, genau, oder Zitrone? Das ist die Frage. Schreibt mal in die Kommentare. Ich sag ganz klar, Pfanner, grüner, grüner Pfanner, da habe ich einen Ausschlag bekommen, aber trotzdem weggepumpt, die der halben Liter. Pfanner, Pfirsich, boah, diese fette Tetrapack, 2 Liter, ne? Super. Junge. Bei mir war immer eher Cherry oder am besten halt grüner Tee. Echt jetzt? Grüner Tee, beste? Super. Boah, ey, das ist wirklich eine Glaubensfrage. Das ist so wie Nutella mit Butter oder ohne oder keine Ahnung, Mezzo selber gemacht oder nicht. Ey, schreib mal rein, Eistee früher, welcher Taste? Auf jeden Fall, der ist auch bei Dennis Undav mitgewandert auf dem Bolzplatz. Kein Wasser, hat er sich nochmal berichtigt. Es war tatsächlich Eistee, Tetrapack. Er hat da dann eben das Spielen gelernt. Und er ist halt einfach ein kompletter Stürmer. Er kann Abschlüsse mit links, mit rechts, mit dem Kopf, auch in dieser Saison beim VfB, mit allem, mehrfach getroffen. Rücken zum Tor, kein Problem. Aber eben auch aufmachen als Spielmacher, sich ein bisschen tiefer fallen lassen, andere initiieren und dann eben auch Raum deuten ohne Ball. So dieses Thomas Müller-Ding, das kann er auch richtig gut. So ein Wuseliger, ne? Also so eklig zu verteidigen, auch niedriger Körperschwerpunkt immer wieder, ne? Oh, eklig, hab's immer gehasst, aber hat er eigentlich überhaupt Schwächen? Also wenn ich mir das so anhöre, das klingt ja... Er ist ein Typ, der, glaube ich, keine absolut außergewöhnliche Stärke hat. So würde ich ihn im ersten Mal beschreiben. Er ist jemand, der sich immer wieder seine guten Positionen verschafft. Er hat so diesen IQ, den hat er so wie so ein Thomas Müller halt. Er kommt zum Beispiel auch 6 Mal pro Spiel zum Abschluss im Strafraum. Das ist ein richtig guter Wert, wenn du neben Gerassi spielst. Ich habe jetzt letztens gehört, so ein Musiala, der hat jetzt den absoluten Top-Wert aufgestellt in der Bundesliga mit 25 Ballaktionen gegen Darmstadt 98. Ja, das war Wahnsinn. Das ist halt wirklich Wahnsinn. Aber so im Schnitt auf 6 zu kommen, neben Gerassi als Joker, das ist schon verdammt gut. Wenn er Schwächen hat, dann ist es, dass er
sich manchmal etwas größere Auszeiten nimmt im Spiel. Mhm. Er taucht mal ab dann einfach. Genau, er taucht mal ab. Er ist jetzt auch nicht der absolut begnadete Dribbler, der da zwei, drei Leute aussteigen lässt, aber das weiß er dann eben auch. Sieht auch nicht so krass spektakulär jetzt aus. Genau. Ne? Also wenn du jetzt nach dieser einen klaren Schwäche fragst, dann ist es vielleicht manchmal so sein erster Touch, sein erster Kontakt. Das ist häufig eine Wundertüte. Das ist so ein bisschen Lotterie, was er aber dann auch aus wieder kann. Aus der First Touch. Genau das, genau das. Er sieht dann so aus, wie wenn ich einmal ein hohes Zuspiel bekomme. Der ist dann halt so ein Typ, der dann aber auch wieder diese explosiven Momente hat, die du ihm überhaupt nicht zutraust, wo er dann aus so einer Situation, wo er eigentlich gedoppelt wird, gibt es ganz oft so diese Szenen so an der Strafraumkante von Undorf, muss man drauf achten, wo er dann blitzschnell so seinen ganzen Oberkörper aufgedreht bekommt und dann halt auf seinem starken Rechten so ein Curveball so in die lange Ecke. Die habe ich schon mal gesehen, so, die A1-Bälle, die war bei Gefürchteten von FIFA genau 14 das. Vor allem. Okay, krass, genau die hat man ja schon ein paar Mal gesehen. So, das würdest du sagen, Spezialfähigkeit von ihm? Würde ich sagen, ja. 5-Sterne-Effet-Schuss? Voll. Hab den Knick. Wo du dir wirklich so denkst, du bist gedoppelt, wie kriegst du dir jetzt noch diesen Platz verschafft und wie machst du den anderen? Also sagen, dein erster Touch, der bestimmt darüber, wie hoch du spielen kannst. Was traust du dem denn dann für eine Rolle bei der Nationalmannschaft zu, wo das ja extrem wichtig ist? Gegen Frankreich hat das ja ad absurdum geführt, was ich hier jetzt erzähle. Ne? Reingekommen und direkt seine erste Aktion nach ein, zwei Minütchen, wo er sich direkt den ersten Ball nimmt und direkt ansatzlos. Das war ein guter Schuss, also der war auch eklig für einen Torhüter, flach geschossen in die Ecke. Voll. Das, war top. Wenn er das so hinbekommt, das auf höchstem Niveau, er spielt da ja auch noch nicht lang. Wenn er da einfach noch sich selbst so ein bisschen Zeit nimmt, dann ist der jemand, der einfach wegen seiner Qualität, wegen seiner mentalen Stärke, wegen seiner Resilienz, no limit, ey. Also du würdest sagen, nominieren würden wir den auf jeden Fall, oder? Was sagst du? Ich würde ihn auf jeden Fall mitnehmen, allein schon mit diesem, ja, wir haben auch drüber gesprochen, Nagelsmann gesagt, ich habe mir die Basketball-Dokumentation angeguckt, was so ein Teamgefüge halt machen kann, so eine Euphoriewelle, wo auch die Charaktere wichtig sind, dass einer mal draußen sitzt, der dann irgendwie nicht Trübsal bläst, weil sich das eben schon wie so eine graue Wolke bei der Mannschaft ziehen kann. Und da ist er, glaube ich, ein Spieler, ich würde saugern mit ihm in der Kabine sein, weil der macht einfach nur Bock. Also der wirkt einfach mega korrekt, du hast einfach nur Spaß, er sagt auch immer, mich interessiert gar nichts, ich will einfach Fußball spielen, Spaß verbreiten. Und das ist so diese Leichtigkeit, die wir auch wieder brauchen, deshalb glaube ich, müsstest du den einfach nur für die Stimmung schon mitnehmen, aber traue mir auch so diese Kurzeinsätze zu. Bevor wir das jetzt hier abrappen, was ist denn über ihn noch so ein bisschen weiter als Privatmensch bekannt? Der wirkt ja genauso richtig locker, lustig, mit solchen Rückschlägen, ja, bist du doch sicherlich auch ein reflektierter Mensch, oder? Also auch wenn er so nicht immer wirkt. Voll. Komplett. Ich glaube, er ist ein komplett reflektierter Mensch, der den Wert der Familie sehr, sehr hoch hält. Er sieht seinen Vater als sein Idol. Das hat er auch in diesem Fragenhagel des DFB gesagt. Der hat hart für uns gearbeitet. Der ist mein absolutes Vorbild, das sagt er über ihn. Mit Tanja verheiratet, glaube ich. Und über sie ist nichts bekannt. Was er so grundsätzlich einfach sagt, ist so, und das kommt auch, glaube ich, aus seinen ganzen Erfahrungen, ey, macht euch einfach mal locker. Es ist auch einfach nur Fußball, was wir hier spielen. Und wie gut passt das eigentlich zu Nagelsmanns Motto? Einfach kicken. Einfach kicken. Mega Story, People. Erstmal vielen Dank für diese Geschichte. Überragend. Ich wusste so wenig davon. Fragenhagel hat es ja gesagt mit seinem Vater. Ich hätte das niemals gekonnt, was mein Vater hier aufgebaut hat. Ja. Ich wrap's nochmal ganz kurz ab für uns alle. Du sagst nochmal, ob ich was Großes vergessen habe. Also, angefangen erst mit 6 Jahren angefangen, im Norden Deutschlands irgendwie das Fußballspielen zu lernen. Dann irgendwie vom TSV Achim ist er dann zu Werder Bremen später gewechselt. Mit 15, 16 Jahren dort aussortiert worden. Zu klein, zu dick, übergewichtig, okay. Er dann bei Havelse, glaube ich, gekickt, in der U19 schon überlegt, irgendwie Schuhe an Nagel zu hängen, also kurz davor gewesen, nicht mehr weiter zu kicken. Onkel und Vater sagen, Junge, du machst weiter, glaub an dich. Dann irgendwie Regionalliga, direkt erste Mannschaft Havelse, weitergewechselt über Meppen, Drittligisten nach Belgien, dort direkt eingeschlagen bei Saint-Gillois, aufgestiegen, Torschützenkönig geworden, dann direkt in die Premier League einfach nach Brighton, dort unter De Zerbi einfach dann auch gespielt in der zweiten Saison, ein paar Kurzeinsätze und von da dann mit per Leihe zum VfB, dort sowieso ein Märchen für sich, Relegationsmannschaft jetzt ganz oben mit dabei, im oberen Drittel der Bundesliga, er ist Nationalspieler geworden, ich habe Gänsehaut und ich sage einfach nur danke, überragende Geschichte, habe ich irgendwas vergessen? Nee, überhaupt nichts, perfekt zusammengefasst, er hat eine Saison bei Brighton & Hove gespielt, ansonsten, Junge, kommentiert mal, was können wir hier sonst noch thematisieren? Lasst unbedingt ein Abo da, teilt das Video und sagt uns gerne mal genau, was können wir denn sonst noch für eine geile Geschichte auftischen, von der andere erstmal nichts weiß.